Mein Name ist Katharina Frieda Meier. Ich möchte hier im wunderschönen Salzburg am Heuberg eine Jurte aufstellen. Und diese Jurte darf als Frauenzentrum und als Naturtempel dienen. Ich bin selber in einem Umfeld aufgewachsen, in dem recht wenig über Körper, Menstruation, die Rolle der Frau gesprochen wurde. Und ich habe mir das über langjährige Arbeit in mein Leben geholt, dass es möglich ist, unterschiedliche Rollen als Frau zu haben, dass es möglich ist, sich gegenseitig zu unterstützen, anstatt andere Frauen als Konkurrentinnen zu sehen. Und mir hat das unglaublich viel gebracht. Ich habe dann angefangen, Frauenkreise zu gründen, die sich einfach gegenseitig unterstützen und die sich begleiten. Ich habe mir das Wissen über meinen Zyklus beispielsweise oder über selbstbestimmte Sexualität oder überhaupt, wie kann ich darüber sprechen, jahrelang selber mit meinem Umfeld beigebracht. Und ich sehe großen Bedarf, für Frauen über diese Themen zu sprechen. Ich möchte diese Jurte gemeinsam mit Jurtenbauer Jonathan Verhelst bauen. Der lebt im Mühlviertel. Ich werde sie selber mit meinen eigenen Händen mitbauen. Und an diesem Ort, in dieser Jurte sollen Workshops stattfinden, Seminare. Ich bin da die Netzwerkerin, die verschiedene Expertinnen zusammenholt. Da geht es einerseits um Themen wie vorgeburtliche Abgänge, sind Tabuthemen, über die nicht gesprochen wird und die einfach Begleitung brauchen. Es geht aber auch um Thema Menstruation, es geht um Schwangerschaft und dann vor allem um die Begleitung auch nach der Geburt, wenn einfach die Hebamme weg ist und man irgendwie allein ist mit diesem Neugeborenen. Aber auch darüber hinaus später um eine Begleitung und um Dialogräume, wo es möglich ist, über Schwierigkeiten zu sprechen. Also ich kreiere gerne Räume, wo achtsame Kommunikation möglich ist, wo jeder willkommen ist, Mann, Frau, jede Identität. Was dort auch stattfinden wird, sind ganzheitliche Frauenheilmassagen, die ich gebe. Um das möglich zu machen, brauche ich deine Hilfe und Unterstützung. Also bitte spende für dieses Projekt, spende, dass dieses Frauenzentrum als Ort Boden finden kann.